Vielleicht siehst du mich, wo ich bin? Warte mal kurz, ich muss das mal kurz aufnehmen hier, was er hier treibt. Ja, gut. Was soll das machen? Das soll einfach ein Stück in den Berg reinbohren, ja? Wir bauen hier eine gerade Ebene, sodass wir die ganze Fertigungsanlage hier nochmal neu positionieren können. Warum denn nochmal neu? Weil das hier alles so vernünftig machen. Vernünftig, ich verstehe. Muss ja auch ein bisschen nach was aussehen. Ja, ja. So, und jetzt bewegen die sich. Also bei mir bewegen die sich nicht, oder? Doch, sie bewegen die sich? Doch. Ja. Definitiv. Das ist ja gerade erstmal die erste Reihe. Nachher, wenn die umgesetzt sind, dann fressen die ja schon deutlich tiefer rein. Und die setzt du dann quasi ein Stück weiter nach hinten? Die werden dann weiter, also ich kann ja nur 10 Meter ausfahren mit dem Kolben. Das heißt, ich setze dann eine Verlängerung weiter von nach vorne, 10 Meter, also die Bohrer nochmal 10 Meter nach vorne. Das ist eine wahre. Dann noch mal weiter rein. Das ist ja eine wahre Syphilis-Arbeit. Bohren die schon, ja? Du bohrst quasi sammelnd, oder? Also du machst hier nicht. Ja, das wird direkt verarbeitet, ne? Also das, was jetzt eingesammelt wird, sollte eigentlich in die Raffinerie direkt verarbeitet werden. Toll. Hier, Fleck, ich bin direkt hinter dir. Ja. Komm mal kurz mit hier hinten. Das ist direkt hier vorne. Direkt hier vorne. Ich gucke. Hier der Eingang hier. Ah ja, ganz dezent. Ja, genau. Und da hinten ist ganz viel Eisen. Gehen wir mal gucken. Jo, okay. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich da mit meinem Schiff reinfliegen sollte. Ich nehme da jetzt irgendein Schiff und mach's kaputt. Ich wollte jetzt gerade an meinen eben noch einen Projektor ranbauen und das alles einstellen und so. Und sie wäre ich auch noch geflogen gerade, aber ich wollte jetzt das mal eben kurz machen. Weil mit meinem Schiffchen habe ich ja jetzt, hier baut irgendeiner die Enterprise. Meinem Schiffchen habe ich ja jetzt Flügel verpasst, das heißt, das passt da jetzt nicht mehr rein. Ah, okay. Wessen Schiff ist das hier, von dem ich jetzt hier stehe? Das ist meins. Da bin ich gerade den Projektor am Einbauen. So, haben wir noch ein anderes Bohrschiff? Nee, ne? Doch, hier. Welcher armen Sau gehört das hier? Kannst nicht, oder? Das ist das von Direx. Direx, darf ich mit deinem Schiffchen fliegen? Wenn es heile lässt? Ja, ich habe ja meins auch heile gelassen. Bin vorsichtig. Ist das aufgeladen? Ist aufgeladen, ja. Also eins, Batterien umschalten. Warte mal kurz. Zwei, die Triebwerke anschalten. Was meinst du mit Batterien umschalten? Also Taste 1, da musst du ja auf Auto umschalten. Taste 1 auf Auto. Ach so, das ist die Batterien umschalten, alles klar. So, genau, okay. Dann 2 die Triebwerke anschalten. Ich guck gerade, welche Triebwerke, was ist 3? 3 sind nur die nach unten drücken. Die kannst du auslassen. Die habe ich immer nur für Notfall. Okay. Weil ich mal irgendwie noch irgendwas anderes? Nee, den Rest kann ich so lassen, oder? Den Rest kannst du lassen, ja. Eventuell kannst du die 6 noch, wenn du in der Höhle bist. Was ist denn die 6? Ja, drück mal Lampen. Drauf. Achso, die Lampen, okay. So, erstmal ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Mit L ist der Scheinwerfer nach vorne, weil du den brauchst. Sollte sich ähnlich fliegen wie Guppy sein kleines. Ja, mit dem bin ich noch nicht geflogen. Echt nicht? Aber es fliegt sich ganz angenehm. So, kann ich das Ding randvoll machen oder macht es dann Probleme? Circa 80 km, also das Gesamtgewicht, knapp über 80, viel mehr solltest du nicht rein. Okay. Danach musst du sehr vorsichtig fliegen, also theoretisch funktioniert es mit randvoll. Aber da musst du sehr vorsichtig fliegen. 80 km heißt du meinst 80 km Eisen? 80. Nee, 80, also du hast ja die Gesamtmasse, es steht doch rechts. Achso, unten steht es ja. 35 km hat es im Moment. Und 80 km genau. Kann's, ja? Okay. Schauen wir mal. Wie gesagt, wenn du leicht drüber bist, ist kein Problem, aber viel mehr solltest du sicherheitshalber nicht. So, wie lange hält der durch? 11 Stunden, das ist okay. Ja, bei 3 Batterien hält das lang genug. Das reicht hier. Eisen, ich komme. Oh, da ist ja eine Menge Eisen hier drin.
Wie kann ich denn nochmal einen Entwurf speichern, wenn ich jetzt hier vor meinem Schiff stehe? Shift B. Gelerntes Wissen gleich weitergegeben. Ja. Mal einer sagen, ich hätte nicht aufgepasst. Wird aber relativ schnell voll. 60k. Da ich ein ganz vorsichtiger bin und dein Ding jetzt nicht kaputt machen will, mach ich erstmal 70k und guck erstmal, wie es geht. Ja, das ist wahrscheinlich immer besser. So. Ich guck jetzt erstmal rein. Was haben wir drinne? Wir haben drinne eine Menge Gestein. Super. Gestein. Wo ist das Eisen? Ohne Witz, da kam jetzt gar kein Eisen, obwohl ich eigentlich an... Hä? Was habe ich denn hier angebohrt? Hat das Ding einen Auswurf? Da ist auch rotes Gestein, ne? Ja. Hast du da vielleicht das Falsche? Ich habe das rote Gestein angebohrt. Hat das Ding einen Auswurf? Ja, das ist die Erde. Der bringt das Gestein ruhig mit. Bring das her, das wird mit verarbeitet. Ja, okay. Bin jetzt einfach von der Farbe ausgegangen. War ein Fehler. Gut, dann kommt die... Das fliegt sich aber mit 70k auch noch sehr schön. Dann fliege ich gleich nochmal mit Eisen rum. Also hier sehen Sie links die Enterprise vom guten Sinus. Da wäre der Doktor, glaube ich, ein großer Freund von. Zeig hier 70k Eisen mit dem Bracht. Naja, nicht ganz. So, hier unten ist auch noch ein interessantes Schiff dazu gekommen. Also jedes Mal, wenn man sich einloggt, ist hier ein neues Getöns. Was ja durchaus interessant ist. Eisen hin oder, ich meine Gestein hin oder her, aber Eisen ist halt immer noch effektiver als Gestein abzubauen, ne? Ja, gut, das stimmt wohl. Na ja, komm schon. Was mich jetzt irritiert, warum sind denn die Landebeine jetzt zu lang, als dass ich andocken könnte? Sind nicht zu lang. Muss nur mit dem Ring genau drüber sein. Ach so. Also es passt gerade so. Ah, verstehe. Du, komm doch mal. Ja. Ich würde eigentlich sagen, ich bin genau drüber. Oder nicht? Guck mal, ich sitze genau drüber. Wer hat hier Projektor angemacht? Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, den falschen angemacht. Du hast die Bar... War das Schiff angedockt, als du Blueprint gemacht hast? Ja. Ja, dann... Ja, ist schon klar. Ich hätte die Station auch. Ja, ist schon klar. Weiter runter. Runter, runter. Komplett aufsetzt. So, das kommt da nicht hin. Das haut nicht hin. Obwohl ich direkt drüber bin, oder? Machen wir ein ganz kleines bisschen nach hinten. Ah, jetzt. Ah. Slip. So, hat er sich das jetzt automatisch rausgezogen? Sollte er sich ziehen. Cockpit sind nur 2,7. Ja, guck lieber nochmal. Guck lieber rein nochmal. Weil das ist im Moment nicht so klar, dass er das automatisch macht. Nee, da ist noch tonnenweise... Tonnenweise. Ist kein Platz mehr oder was ist los? Mal kurz nach.
Zeug noch irgendwo hinbekommen hier. Kleiner Frachtcontainer, zack, rein da. Ich schmeiß das Zeug jetzt manuell irgendwo rein. Ne, das ist immer noch tonnenweise. Blöd. Sieht jetzt echt manuell rumwuchten hier, oder was? Wahrscheinlich. Anscheinend. Direkt in die Raffinerien packen. Oder ja, in den großen Behälter. Wahrscheinlich hat die eine wieder Platin gezogen und ja, genau. Ich packe das jetzt alles in den mittleren Frachtcontainer da. Mittlere können eigentlich nur kleine Schiffe sein. Müssen. Der wuchtet hier. Kannst du auch in den Kryoraum packen. Ja, da haben die Bohrer auch immer alles hin verfrachtet. Zwischenzeitlich. Ist ja schon ein bisschen stressig hier. Large Industrial Cargo Container müsste aber, da kann ich es reinschmeißen, oder? Da sollte genug Platz drin sein, ja. So, lass mal gucken. Haben wir es jetzt noch irgendwo? Ne, jetzt ist das Schiff leer. Und dann gehe ich jetzt nochmal richtiges Eisen holen. Sit. Sit. Richtet Eisen. Hat das Ding einen Detektor? Ja. So, in der Anzeige. Also unten in der Leiste müsste eigentlich drin sein. Ich glaube, die 7 war das. So. Es war. Ne, die 7 waren die Lichter. Die 6 waren die Lichter. Sechs sind die Lichter, ja. Dann ist es die 7. So, da ist das Eisen. Erstmal braune Erde. Eisen müsste jetzt direkt neben mir sein. Da ist es. Komm, mein kleines. So. Bombs. Jetzt habe ich den Projektor gebaut und habe den im Prinzip eine Kopie eingespielt. Jetzt muss ich den genau über das Schiff legen, oder? Oder muss ich irgendwas nur anklicken? Da, Rex. Du hast jetzt für dein eigenes Schiff, ne? Ja, ja, genau. Hier für den Atmosphärenbohrer. Also einmal musst du in der Einstellung, da gibt's musst du einen Punkt setzen, dauerhaft anzeigen. Projekt aktiv lassen. Jetzt gehen wir auf Projektor. Runterscrollen. Ja, bin ich. Genau, Projekt aktiv lassen. Und jetzt musst du mit unten diese Schieberegler, musst du das halt genau positionieren. Ja, kann man natürlich nicht so gut sehen. Oder doch? Ich kann dir mal sagen. Upp. Wie sieht das aus jetzt? Eins höher, also vertikal eins höher. Was genau dahin. Ihr da? Und jetzt drei Blöcke nach vorne. Jo. Hey, zu weit. Da war das. So? So sieht es jetzt deckungsgleich aus, ja. Also ich sehe nichts, was kaputt ist. Oder das, was fehlt. Dann wird er doch nicht großartig angezeigt. Ach so, so ist das. Ah, okay. Nee, sobald Blöcke ja fertig sind, wird das nicht mehr angezeigt. Ja. Wenn du jetzt hier einen Block irgendwo wegnimmst, dann sollte der dann entsprechend wieder zu sehen sein. Aber deshalb ist wichtig, wie gesagt, dass du da einstellst, dass das aktiv bleibt.
Ja. Weil wenn du es jetzt deckungsgleich machst, denkt er, oh, ist fertig und dann wird es wieder abgeschaltet. Ah, okay. So, nee, ich habe ja, einen Projektor in das Schiff eingebaut, damit ich sehe, wenn was fehlt oder eben, dass ich es auch schlechter wieder erstellen kann, Fleck. Den würde ich aber nicht dauerhaft betreiben, ne, weil frisst auch so Strom. Nebenbei. Der Projektor. So, einmal Eisen haben wir geholt. Den wird doch jetzt auch erstmal ausladen. Watt. Watt? Das geht ja. Was mich jetzt irritiert. Wo ist denn der große? Der große Cargo-Container. Irgendwie ist er weg. Ein Large Dingsbums, irgendwas. Ja, da ist er, ja, ich habe ihn gefunden. Ja, sind jetzt von mir jetzt Massenmaterialien auch mit drin. So. So. Kann man da lassen. So, jetzt müssten wir erstmal eine Ladung Eisen haben. Ja, so viel haben wir nur auch wieder nicht. Gut, jetzt gucken, habe ich alles raus? Ne, Gestein ist da noch drin, okay. So, jetzt aber. So. Dem Schiff ist nichts passiert. Ich lebe auch noch. Mission erfolgreich. Jetzt baust du schon eine Stufe weiter, ja? Man sieht ehrlich gesagt kaum, dass was passiert ist. Ja, weil er noch so flach ist. Das ändert sich gleich. Ich muss gerade am Überlegen von der Tiefe her. Da schon eine zweite Reihe raufbauen müsste an Bohrern. Ja, kurz aufladen. Haben wir. So, jetzt geht's bei meinem Schiffchen weiter. Was wollte ich denn da noch anbauen? Also, an meinem Schiffchen habe ich jetzt hier diese formschönen Tragflächen angebaut. Hat dann auch noch ein paar Triebwerke nach unten bekommen. Und ich überlege, ob wir jetzt noch ein paar seitliche Triebwerke anbauen. Haben wir noch irgendwas anderes nicht? Also Eisen und? Fehlt uns noch irgendwas anderes? Nee, ich glaube, ansonsten ist erstmal gut. Mal kurz gucken. Ja, da müssen wir auch noch ein bisschen was. Das muss noch ein bisschen hübscher werden. Faszinierend. Bevor ich da weitermache. Also das hier, ich nehme mal an, das hier war der... Das könnte der Balmung gewesen sein. Der Jäger? Ja. Das ist von Balmung, ja. Wie gut ich das schon einschätzen kann. Hat jeder so seinen Stil, ne? Na, er macht halt gerne Farben dran, also relativ schnell. Und deswegen dachte ich mir, dass der Balmung hätte auch der Sinus sein können, aber ich glaube, Sinus ist nicht so martialisch mit den Waffen. Also insofern war mein Tipp Balmung. Guck mal ganz kurz, was der hier so dran gebaut hat. Ja, sieht so ein bisschen aus wie eine 300er Serie aus Star Citizen. Quite interesting. So, die Enterprise, da gibt es glaube ich noch gar nicht so viel zu sehen. Den hat er glaube ich erstmal nur so als Rumpf gemacht. Oh, mein Dings ist alle. Fuel low. Mein Fuel ist alle. Lass mir mal ganz kurz.
Fuel critical. Bisschen Fuel holen. So. Also Balmon hat einen Jäger, wo wir haben noch keine Piraten, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Es sollen welche da sein, aber man sieht sie eben nicht. Also sind, da werden wir noch mal ein bisschen was einstellen, weil die. Die haben Tarntechnologie. Ja, genau. So, man kommt in die Enterprise noch nirgendwo rein. Doch, hier. Quite interesting. Hier kommt man in die Gondeln rein. Vermutlich. Hier kommt man, keine Ahnung, raus, vermutlich. Und hier kommt man nirgendwo hin, vermutlich. Na, wobei, hier ist der Reaktor und der, keine Ahnung, der Maschinenraum. Nennen wir es den Maschinenraum. So, und die Untertassensektion, die ist halt im Moment erstmal nur noch ein Nichts. So, da hinten haben wir Red 28, genau, vom Red Shirt, der ja quasi gerade dazugekommen ist, oder kurzum dazugekommen ist. Ich glaube, ein Café soll es werden, ne? Ja. Hat er das nicht auch damals auf unserem Dual Universe Server gemacht? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube ja, irgendeiner hatte da ein Café gebaut. Ich weiß gar nicht, ob er das war. Mit Konferenzraum hier. Da müssen wir noch die Avengers draufschreiben und dann klappt das. Also der Redshirt baut hier ein Clubhaus. Zum Redbeard können wir auch mal kurz fliegen. Der hat vorhin das Fliegen offiziell beendet. Das Fliegen beendet? Er baut nur noch Bodenfahrzeuge. Warum? Ja. Hat er sich... Genau. Hat er sich irgendwo aufgespult? Ja. Mit was denn? Mit welchem Vehikel? Sein kleines Schweißer. Genau. Faszinierend. Okay. Das heißt, wir brauchen einen Transporter für Redbeard. Wir brauchen ja, so eine Art... Er wird das schon planen. Ne? Wir brauchen eine Art Carry-All. Okay, also das ist der derzeitige Stand der Dinge. Das wäre eigentlich auch mal was. Ein Carry-All. Na, da müssen wir mal gucken, ob wir sowas irgendwann mal bauen. Gut, jetzt aber zurück zu meinem Schiffchen. Ist die Frage... Brauchen wir noch... Hast du dir schon das neue Werkzeug rausgenommen? Nee, noch nicht. Ich guck grad mal, was wir so produzieren. Gold haben wir... Silber haben wir ein bisschen was. Nickel haben wir ein bisschen was. Kobalt haben wir ganz gut. Silizium. Uran. Naja. Gold. Muss das ganze Platin hin. Platin habe ich ihn zum Teil da rausgenommen, dass er das erstmal nicht verarbeitet. Weil er erstmal das andere Zeug. Ja, es ist Platin, Uran, Eisen. Okay. So, Nickel. Gestein. Also, viel haben wir gar nicht, würde ich mal sagen. Kann das sein? Wovon? Na, allgemein. Von Materialien. Also, Gold zumindest. Könnte man noch eine Ladung holen, oder? Ja gut, das stimmt. Silizium, dann fliege ich nämlich mal Gold holen. Will ja unbedingt mein Raumschiff benutzen. Nee, Gold haben wir in der Tat ein bisschen wenig. Da ist da hinten auf dem Eis, ne? Hast du das? Den. Ach, ich fliege ins All. Ich muss ja so, ich wollte ja sowieso mal die Triebwerke testen. Mal gucken, ob das alles funktioniert. So, Eisen haben wir erstmal genug. Nickel
Weiß ich nicht, braucht man Nickel für irgendwas? Nickel ist noch ein bisschen dünn, ne? Ja, bring ruhig mit. Platin haben wir, Kobalt haben wir, Silizium haben wir. Vielleicht ein bisschen Nickel, vielleicht ein bisschen Gold. Also ich bring mal eine Ladung Gold mit. So, dazu müssen wir natürlich erstmal, eigentlich können wir das erstmal so lassen. Ah, da wäre noch cool. Ja, gut. Nee, wir probieren jetzt mal die Ionentriebwerke aus. Hat das Ding jetzt nämlich auch. Brauche ich noch irgendwas anderes? Kannst du mal Bescheid sagen, wie die sich so machen im Weltall? Ja, ich habe jetzt erstmal nur Manövertriebwerke dran. Also nicht da, um großartig in der Gegend rumzuwursteln, sondern halt, damit das Ding quasi seine Position halten kann. Mhm. Wo sind denn die ganzen... Hier, Sauerstoff. Sauerstoff brauche ich eigentlich gar nicht. Mal trotzdem ein bisschen mit. Nee, ich habe die Dreierwerkzeuge habe ich noch gar nicht genommen. So, das packen wir jetzt einfach mal da rein. Ja, wobei, das kann man da lassen. So, dann mal los. Engines sind an. Bohrer sind an, brauchen wir nicht. Auf nach oben. So, die Ionentriebwerke. Ich habe gerade nach hinten habe ich gerade mal 4 kleine gesetzt, nach vorne 3 kleine. Ne, auch 4 kleine. Also zum Beschleunigen und Bremsen dasselbe. Also so großartig ist das gar nicht mit den Ionentriebwerken. Okay. Ich will nur mal gucken, ob ob das reicht, um im All dann so ein bisschen manövrieren zu können. Damit ich nicht permanent Wasserstoff verbrate, weil das eigentlich egal ist. Ich habe auch noch ein paar Eisvorkommen gefunden im All. Ja, ne, da habe ich mir ja gleich am Anfang welche rein, welches reingezogen. So, mit den neuen Atmosphärentriebwerken komme ich auf fast 8000. Jetzt oben, jetzt unten, weiß es nicht. Jetzt gerade. Das geht ja mal richtig vorwärts hier. Was denn? Ne, hier mit den Bohrern. Langsam sieht man was. wenn ich runterkomme, guck ich mir das an. Die sind auch schon wieder am Ende angekommen. Schon wieder zurückfahren. Reichlich Gestein zusammen, ne? Also ja. Große Frachtcontainer sind 200k. Ja, ich habe gerade gesehen. Er verarbeitet nur noch Stein und kann nichts anderes mehr. Ja, ich habe aber auch. Er hat immer zwischendurch Eisen reingeschmissen. Ja, hier oben ist zum Beispiel wieder Eisen drin. Ja, das war ich gerade. Ach, du machst das die ganze Zeit. Ich nehme das immer raus.
Ah, und ich würde mich gerade wundern, dass ich geht. Schön. Und ich dachte schon, läuft das Skript immer noch im Hintergrund? Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Ich war gerade gucken, ob die noch wieder an sind. So ja, beschäftigt man Ostfriesen. Was treibt ihr denn da? Unsinn, wie immer. Sehr gut. Ab wann kann ich die Ionentriebwerke anschmeißen? Also theoretisch kannst du sie jetzt schon anmachen, haben nur keinen Effekt. Wie gesagt, so grob geschätzt, bei ab 8000 kommt langsam eine leichte Wirkung. Ah, ich bin jetzt auf 13.000. Richtig effektiv sind sie nur außerhalb Schwerkraftbereich. Na, schmeißen wir sie schon mal an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die vielleicht sogar gekoppelt sind mit der Luft, mit der Lufthöhe sozusagen. Natürlich jetzt im Moment noch nicht zu sagen, ob die großartigen Einfluss haben, weil im Moment bin ich noch zu flach. Also wenn du sowieso nur ein paar kleine dran hast, dann wirst du den Effekt jetzt auch noch kaum merken. Da musst du schon große Triebwerke irgendwie haben, mehrere. Wie gesagt, die Leistung ist sehr eingeschränkt. Würde mir ja reichen, wenn sie da oben auf 30 Kilometer ungefähr die Höhe halten können. Also verhindern können, dass er abdriftet. Oh, 20 Kilometer. Dann bringe ich Nickel und Gold mit. Ich denke mal, das ist das, was am wenigsten da ist, ne? Ja. Den Nickel kriegen wir jetzt ja aus dem Stein auch mit raus. Das dürfte jetzt noch den Vorrat ein bisschen auffüllen. Kann das Ding auch voll mit Gold knallen. Aber bring ja ruhig Nickel mit. Also barrenmäßig haben wir da relativ wenig. So, 30 bis zum Nickel-Gold-Asteroiden. Mal gucken. So, jetzt haben wir 0,18G. Bei 0,1G versuche ich, glaube ich, mal umzuschalten. Keine Ahnung, ob das reicht. Vier Ionentriebwerke. Ah, so, 0,14G. Mal, probieren wir schon mal aus. Machen wir die mal aus. Tup. Schöne Farbe hat's. In der Tat reicht's auf der Höhe schon aus. Da können sie gegen anstinken. Auch wenn sehr schwach. Ah, wie kriege ich denn die Steuerung von dem, von der Drohne, vom Sirus? Gute Frage, ne? Ja, andererseits. Was willst du haben? Die Steuerung von der... Drohne hier vom Sirus, die wollte ich mal irgendwo anders hinsetzen. Ist das Gold so weit draußen? Was ist das da oben? Magnesium? Braucht man nicht, ne?
Ja, für Waffen ist das, ne? Glaube ich, für Sprengstoff und so was, ne? Kann es sein, dass hier noch Blöcke fehlen? Also ich sehe zwar die Kamera, aber ich sehe keine Antenne. Auch ein Fernsteuerungsblock müsste da irgendwie dran sein, aber der ist glaube ich auch nicht da, ne? Der fehlt auch, ja. Also entweder hat er angefangen, das Ding, oder schon wieder teilweise zerlegt. Warte mal, da könnte ich nicht einfach hingehen. Warte mal, ich versuche mal, ich könnte doch den Verbinder. Ja. Müsste der sein, ne? Also Guppy, mit den Ionentriebwerken. Ich bin jetzt auf einer Höhe von, also, na sagen wir mal so, ab 20 fangen sie, habe ich mit 4 anstinken können gegen die Planetengravitation und jetzt bin ich auch so auf 30, da schaffen sie es ohne Probleme, das Schiff auf Waage zu halten. Okay. Verbrauchen natürlich irrsinnig Strom. Ja, ich habe 2 zum Bremsen und 2 zum Gas geben parallel zu den Wasserstoffdingern dran gemacht. Ach so, na das könnte ein bisschen wenig sein. Um das, hier um die Asteroiden rum zu swaven. Ja. Das verbraucht wahnsinnig viel Wasserstoff. Ich habe gestern noch 2 O2 oder Wasserstoffgeneratoren dran gebaut. Also habe ich jetzt 4 Stück da dran. Ja. Also dafür ist dann, es gut. Ich habe jetzt das schwere Feld verlassen und da kannst du dann halt wunderbar rumfliegen mit den Dingern, ja. Auch wenn es natürlich nicht ganz so schnell ist wie. Ja, genau. Bin oben angekommen mit fast 90% Wasserstoff. Juhu. Aber ist natürlich auch ein Unterschied, ne? Brauchst du dafür ordentlich Energie. Na ja, gut, das ist natürlich. Mal gucken, wie schnell er bremst. Ich habe da vorne auch welche drin. Feurio. Ja. Also es ist eine sehr gemächliche Fluggeschichte. Nehmen wir doch mal lieber die Wasserstofftriebwerke dazu, macht die Sache dann doch etwas schneller. Ja, glaube ich. So, da ich habe jetzt den Connector von ihm abgeschaltet, also sollte das nicht mehr alles angezeigt werden. Ja, hast eine lange Liste, ne, mit seinen Reaktoren da dran. Ne? Ja, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ja gut, jetzt ist ein Schuss noch drin, aber das ist ja schon mal bedeutend weniger wie vorher. So, aber wenn man dann mal oben ist und an den Asteroiden angehalten hat, dann kannst du in der Tat ausmachen. Dann, ja. So, wo soll ich dir helfen? Ups, voll. So, Scheinwerfer sind an. Ist jetzt nochmal die Rohre, also 4 Rohre. Da jetzt noch mal ran. Brauche ich interne Panzerung. Das sind diese Förderrohre, ne? Genau. 4.